Die Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin am Elbland-Klinikum Riesa wird von Chefarzt Dr. Stefan Geiger geführt. Für den erfahrenen Intensivmediziner ist sein Fachgebiet in Riesa breit aufgestellt. Die Anästhesie bereitet den Patienten für weitere Behandlungen vor. Es gab bis in das Ende der 60er Jahre Abteilungen, die keinen eigenen Facharzt für Anästhesie hatten. Das heißt, Anästhesie ist ein sehr junges Fachgebiet, deswegen ist diese Frage auch noch so, ja, heute vergessen, aber so in meiner Generation kennt man das noch und die Generation vor uns hat die Anästhesie etabliert. Die Entwicklung der operativen Fachgebiete, also Chirurgie allgemein, nicht nur Chirurgie, sondern auch HNO, Gynäkologie, also die ganzen operativen Verfahren haben sich in dem Maße zusammen mit der Anästhesie entwickelt und beides hat sich auch parallel entwickelt. Das heißt, das ist auch die Rolle von Anästhesie und operative Fachgebiete, dass sie sich gegenseitig entwickeln und dass immer die einen natürlich einen Schritt vorausgehen, indem sie Verfahren entwickeln und die anderen Seite die Anästhesie die Möglichkeit dazu bietet für diese Entwicklung. Heute ist es so, dass wir sehr viel mehr alte Patienten haben, sehr viel mehr Patienten haben mit einer Vielzahl von Vorerkrankungen und deswegen ist Anästhesie heute, sage ich mal, hat sich im Verlauf von den letzten 20 Jahren auch nochmal deutlich verändert im Hinblick auf Sicherheit. Anästhesie ist sicherer geworden. Die Diskussion um Sicherheit in der Anästhesie war vor 20, 25 Jahren auf einem ganz anderen Level, als sie heute ist. Heute sind Dinge selbstverständlich, die man früher nur in Ausnahmefällen gemacht hat. Also würde ich das Verhältnis der operativen Fachgebiete und dem Fachgebiet der Anästhesie beschreiben. Die ersten Stunden des Tages verbringt Dr. Stefan Geiger in den Operationssälen. Für den Patienten eine besondere Situation. Jeder erhält hier eine ganz individuell abgestimmte Behandlung. Häufig gibt es ja mehrere Möglichkeiten, sprich allgemein Anästhesie oder nur die Betäubung von einzelnen Körperregionen. Das hängt dann ab von dem operativen Eingriff, ob sich das anbietet. Dann besprechen wir mit dem Patienten die Alternativen und in Regel können wir in dem Vorgespräch eigentlich dann ganz gut rausfinden, was für den Patienten das richtige Verfahren ist. Das hängt von den Risikofaktoren ab des Patienten, das hängt von dem operativen Eingriff ab und es hängt aber auch von der, sag ich mal, der Einstellung des Patienten ab. Man kann einen Patienten nicht zu einem bestimmten Narkoseverfahren zwingen. Man muss immer ein bisschen sehen, was passt für den Patienten, was ist das passende Verfahren. Und ich würde sagen, die mentale Einstellung, die ist dann am Ende von einem guten Aufklärungsgespräch, ist der Patient, dass er soweit ist, dass er sagt, okay, ich habe den Eingriff vor mir, ich kriege die Narkose, ich habe meine Fragen beantworten können und er ist dann mental eingestellt. Nach einer OP ist die Arbeit der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin nicht beendet. Dr. Stefan Geiger beschreibt die weiteren Aufgaben seines Teams. Es geht weiter nach der Anästhesie. Auch das besprechen wir in dem Aufklärungsgespräch. Also auch das wird vorher besprochen, wenn es geplant ist, wenn es vorher schon klar absehbar ist. Es gibt auch unvorhergesehene Situationen, aber geplant und häufig können wir das auch so vorher wissen. Es geht in zwei Richtungen weiter nach der Anästhesie. Erstmal Überwachung unmittelbar nach der Operation im Aufwachraum. Das sind 2, 3, 4 Stunden. Bis ein Patient stabil ist, wach ist und schmerzfrei ist. Er geht dann mit einer Schmerzmedikation auf die Normalstation. Oder es ist von vornherein klar, dass ein Patient nach der Operation, großer Braucheingriff, große operative Eingriffe, komplizierte Eingriffe oder schwerkranker Patient, instabiler Patient, dass er danach auf die Intensivstation geht und dort weiter betreut wird. Es gibt auch Patienten, die kommen zuerst auf die Intensivstation, werden stabilisiert, gehen in den Operationssaal und wieder zurück. Patienten, die schwere allgemeine Infektionen haben, Stichwort Sepsis. In dem Bereich Intensivmedizin sind wir für den ganzen operativen Bereich zuständig. Das ist ein wesentlicher Teil unserer Tätigkeit. 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag sind wir auf der Intensivstation tätig an den Patienten. Anästhesie, Intensivmedizin, Schmerztherapie und Notfallmedizin, das alles bildet die Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin ab. Die Weiterentwicklung neuer Verfahren und Methoden erleichtern dem Patienten die Behandlung und Heilung.